Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es um ein Thema, was von euren Fragen kommt, und zwar um das Thema Klimmzüge. Manche von euch, so wie zum Beispiel derjenige, der gefragt hat, hat die Schwierigkeiten bei den Klimmzügen auch wirklich seinen Rücken zu spüren, beziehungsweise eben den Latissimus, und schafft das wesentlich besser mit Maschinengeräten. Grundsätzlich, wenn ihr bei einer Übung den Rücken schlecht spürt, müsst ihr diese Übung nicht unbedingt bewältigen. Manchmal ist es einfach so, dass eine Übung für euch besser passt und andere weniger. Und da kann man auch ganz frei nach Gefühl geben. Es gibt hier keinen Muss. Ihr müsst Klimmzüge können, ihr müsst schweres Kreuzheben machen, ihr müsst Kniebeugen können. Manche schaffen es auch mit Isolationsübungen besser zu punkten. Einer davon läuft da hinten rum, der auch ganz gerne mal vertritt, dass man mal mehr Isolationsübungen macht. Kevin, komm doch mal ganz kurz dazu. Ja, ist mir ganz egal. Immer diese Influencer. Ich habe hier gerade zufällig einen IFBB Pro gesehen im Quarantänegebiet. Hallo Kevin, schön, dass du dabei bist. Es geht um das Thema Klimmzüge. Muss man diese unbedingt können? Was ist deine Meinung dazu? Nein. Nein, du bist kein Klimmzug-Fan? Ja, aber du hast gefragt, ob man so können muss. Ja? Nö, das finde ich nicht. Ja, wann? Wenn man eine Übung spürt und da ein gutes Gefühl drin hat? Dann auf jeden Fall. Ich sage mal, klar, gehört zur Basisübung mit dazu. Aber es ist genau so eine Sache wie Kreuzheben. Muss man das machen? Nein. Im Bodybuilding vor allem nicht. Es ist aber schon praktisch, klar. Also eigentlich immer, ich kenne jeden, der gut und viele Klimmzüge schafft, der hat auch einen guten Rücken eigentlich, muss man sagen. Ne? Ich kenne keinen, der irgendwie 10, 20, 50 oder 30 Klimmzüge schafft und einen scheiß Rücken hat. Ja. Machst du denn Klimmzüge? Auch noch, ja. Selbst mit 30 Kilo gehen noch ein paar. Na gut, aber das beantwortet es und er wird es wissen. Also, ich zeige euch jetzt, wie man es machen kann, aber grundsätzlich eben dazu, muss nicht unbedingt sein. Wenn ihr in der einen Übung ein gutes Gefühl habt, dann nehmt die gerne. Richtig. Lasst euch von keinem erzählen, aber man muss die Übung machen. Macht die Übung, mit denen ihr Muskeln aufbaut. So sieht's aus. Ja. Ja, und das sagt hier sogar ein Pro. Also, vielen Dank. Ja. So, dann versuchen wir es mal hier. Kannst du mal kurz da reinschauen, ob ich überhaupt scharf gestellt bin? Oder sehe ich total unscharf aus? Geht doch. Es geht eigentlich. Das, sehr gut. Kann sich sehen lassen. Mein Kameramann ist super. Vielleicht nehme ich ihn mal mit irgendwo hin, wenn ich meinen nächsten Wettkampf mache. Gut, also grundsätzlich bei den Klimmzügen. Achtet darauf, dass ihr bestimmte Bewegungen mit aufnehmt. Also grundsätzlich nehmt viel Bewegung aus eurem Unterkörper raus. Damit helft ihr nur. Kennt ihr die Leute, die Klimmzüge machen, am nächsten Tag Bauchmuskelkater haben und ein bisschen was in den Beinmuskelkatern haben und den Bizepsmuskelkater haben und den Schultermuskelkater haben, aber irgendwie nicht im Latissimus? Das sind die Leute, die sehr viel nachhelfen. Und ich rede hier immer, wohlgemerkt, vom Bodybuilding. Wo es nur darum geht, seinen Körper hochzuziehen, okay, wir wollen ja jetzt den Rücken aufbauen. Das heißt, nehmt diesen ganzen Schwung mit den Beinen raus. Ihr könnt das sogar machen, indem ihr vielleicht die Beine vorne lasst. Dieses klassische hinten durchhängen muss nicht unbedingt sein. Lasst sie vorne, dann hat man ein bisschen Grundspannung, aber ansonsten alles stillhalten. Haltet die Ellbogen vorne. Das ist so einer der Tricks, die mir am meisten geholfen haben, den Rücken besser zu aktivieren. Ihr kennt ja auch immer noch die Leute, die beim Latissimuszug schön hier hinten reinziehen. Auch das aktiviert sehr wenig vom Rücken. Und da ist viel anderes bei. Umso weiter ihr die Ellbogen vorne habt, desto eher trefft ihr auch besser den Latissimus. Denn der Latissimus ist von eurer Körperachse nun mal trotzdem noch hinten und nicht genau drunter. Hättet ihr einen Muskel, der genau hier unten in der Mitte ist, ja, dann kann man senkrecht runterziehen. Aber da der ein bisschen hinten ist, ist es eigentlich besser, wenn ihr ihn so aktiviert. Und das schafft ihr, indem ihr die Ellbogen ein bisschen nach vorne nehmt. Also zieht ihr hier hin. Wenn ihr den ganzen Lat vor allem ein bisschen mehr reinbringen wollt, dann versucht auch, und so kann man sich das gut merken, den Unterarm nicht komplett gerade senkrecht nach unten zu haben, sondern wenn ihr in der unteren Kontraktionsphase seid, so ein bisschen hier unten mit reinzugehen. Das heißt, den Unterarm, daran erkennt ihr das, ein bisschen in der Schrägstellung zu haben. Ihr zieht euch hoch und geht hier mehr oder weniger rein und nicht nur bis hier und dann ist Schluss. Ist jetzt schwer zu beschreiben, werde ich euch aber gleich natürlich nochmal vorführen. Außerdem, bei der Range of Motion gibt es einiges zu beachten, denn ab einem gewissen Punkt übernimmt ein anderer Muskel und nicht nur der Lat. Das heißt, wenn ihr wirklich es abgesehen habt, auf den Latissimus den zu aktivieren, kann es sein, dass es bis hierhin, und das wird ein Personal Trainer spüren, wenn er hinter euch den Latissimus mal berührt, kann es sein, dass bis hierhin der optimal 100%ig kontrahiert ist. Sobald ihr aber weiterzieht,
nicht mehr. Dann verliert ihr das ganz plötzlich im Latissimus und ein anderer Muskel muss übernehmen. Oder ihr zieht mehr oder weniger nur noch aus dem Bizeps. Es kann also sein, dass für euren Rücken das beste Range of Motion ist, die Arme nicht ganz auszustrecken und die Schultern auszukugeln, sondern sich hier zu bewegen. Und nicht die Leute, die immer meinen, man braucht eine ganze Amplitude und die gehen dann bis hierhin. Ich zeige es euch jetzt einmal und dann versucht es mal mit diesen wenigen Tipps irgendwie euren Rücken reinzubekommen. Noch ein Tipp werde ich danach liefern, der immer wieder ganz wichtig ist, aber jetzt erstmal zur Übung. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Ein weiterer Tipp grundsätzlich für den Rücken ist es, bei allen Rückenübungen in der Spitzenkontraktion Kontrolle reinzubekommen und eine Sekunde zu halten. Das gibt es nicht bei jeder Übung. Das ist nicht bei Streckübungen der Fall. Also wenn ihr Kniebeugen macht, nein, nicht durchstrecken und dann noch da eine Sekunde halten. Das ist eher eine Entspannung und auch nicht gut für die Gelenke. Bei der Brust, Bankdrücken, ebenfalls nicht. Aber bei dem Rücken in der Spitzenkontraktion das Ganze zu halten und dadurch Kontrolle reinzubekommen, nicht zu wippen. Das heißt, die meisten rucken sich so, dass die ersten Zentimeter erstmal wieder runtergehen. Beim Rudern erstmal wieder runtergehen, dann halten sie. Langsam lassen sie dann wieder nach. Aber wenn ihr es schafft, in der Spitzen, in der maximalen Kontraktion das zu halten, eine Sekunde zu warten und dann wieder loszulassen, dann habt ihr das in der höchsten Muskelkontraktion geschafft und wippt nicht und verliert dadurch nicht die paar Zentimeter. Auch das bei Klimmzügen, ganz wichtig, geht so langsam hoch, dass ihr hier bleiben könnt, in der Spitzenkontraktion für euch, langsam runter. Das zweite ist langsam runter. Die passive Wiederholung muss sehr langsam erfolgen. Das ist enorm wichtig und vielleicht für den Muskelaufbau der wichtigste Teil. Gar nicht die positive Kontraktion, sondern die Kontrolle der negativen. Und das bis zum Schluss, das heißt auch bei dem letzten, wenn ihr kaum noch Kraft habt, aber ihr seid einmal hochgekommen, langsam runterlassen. Theoretisch könnte euch ein Partner sogar helfen, wieder hochzukommen. Und ihr lasst nochmal mit der komplett eigenen Kraft langsam runter. Und jetzt zu dem Tipp, den ich schon vorher angekündigt habe und den wenige gerne hören, aber ihr werdet viel besser den Rücken ansteuern können und deswegen einen viel besseren Rücken aufbauen. Aufwärmen. Sorgt dafür, dass ihr bereits vorher ordentlich Blut in den Muskel pumpt. Also der Rücken und der Latissimus am besten schon voll ist. Macht vorher 20, 30, 40, 50 Wiederholungen irgendwo mit Unterstützung. Meinetwegen könnt ihr das ganz einfach machen, indem ihr die Beine mit benutzt. Hier ist das jetzt ein bisschen zu hoch, aber alleine nur das hier zu machen. 30, 40 Wiederholungen, ihr habt einen Mörderpump im Rücken. Ja, das baut ihn vielleicht nicht so richtig auf. Aber habt ihr einmal einen Pump im Rücken, habt ihr ein besseres Gespür? Habt ihr ein besseres Gespür, könnt ihr ihn wesentlich besser ansteuern bei der richtigen Übung. Und das ist Gold wert. Versucht's einfach mal. Und derjenige, der das geschrieben hat, Name wird hier nochmal erwähnt, schreibt mir mal, ob das jetzt bei dir funktioniert und ob jetzt auch Klimmzüge bei euch besser funktionieren. Wenn euch das gefallen hat und ihr wollt mehr solcher Videos sehen, lasst mir einen Daumen da. Ich habe gedacht, Trainingsvideos sind im Moment ein bisschen schwer. Durch nun mal die Umstände, da bringt es für euch nichts, wenn ich jetzt im Studio großartig was zeige. Klimmzüge sind aber die Übungen, die ihr hoffentlich jetzt auch zu Hause macht. Irgendwo, egal wo es ist, ob es jetzt an der Tür ist, ob es draußen auf dem Spielplatz ist oder sonst wo. Klimmzüge kann man fast überall machen. Und deswegen bringt das sicherlich was, auch wenn ich es hier demonstriert habe. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und ansonsten macht's gut, bis bald, euer Gotti.